Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play They Are Billions mit der Kampagne, bei der wir jetzt schon bald bei 60% angekommen sind und noch ein schönes Stufe 3er Krankenhaus haben, von dem ich gehört habe, dass es dort Harpien gibt. Dort, das wovor ich die ganze Zeit Angst hatte, wo ich gesagt habe, ich möchte das Damage Upgrade noch haben, aber ich möchte nicht diese Stufe 4. Das beste Entscheidung, die ich machen konnte, ist diese stählerne Festung vorher gemacht zu haben, bei der nur massiv viele Zombies gekommen sind und ich meinen Splash-Effekt nutzen konnte. Jetzt habe ich Damage mitgenommen, jetzt soll es gegen die Harpien eigentlich gehen. Das haben wir gelesen gehabt, ne? Neue Ära der Hoffnung. Ja, genau, das hat man. Jetzt fehlen nur, es sind, glaube ich, nur noch 3 Missionen, die wir hier haben. Und ja, Schwarm von 2200 Infizierten. Wir könnten mal hergehen und einfach eine ganze Schwarm-Ausrottungsfolge machen, ne? Weil, ihr wisst, die Folgen rund um das Clearen, am liebsten mache ich es immer als eine Folge. Die Heldenmissionen, aber die sind manchmal schon übertrieben lang, so 40, 50 Minuten oder so. Und wenn ich jetzt noch das Schwarm-Clearen mache, was gerne mal auch 20 Minuten dauern kann, wenn es ein großer Schwarm ist und die ewig brauchen. Ja, wisst ihr was? Wir gehen einfach mal her und machen wirklich eine gesamte Schwarm-Clear-Aktion. Das heißt, wir machen die hier weg. 2200 Harpien. Aber sonst geht's euch noch gut oder so, ja? Also, ich frag für einen Freund, ne? Also, ...2200 ab jetzt, sag mal, wer hat euch denn ins Gehirn gekackt? Titan, aber Titan in der Ringemenge, Gebänge. Titan haben wir noch nicht geupgradet, Soldaten, schon, ne? Ich meine, wir könnten natürlich den ein oder anderen Titan wieder zuhauen. So 10 Stück könnten wir in die Backline packen oder vielleicht sogar tanken lassen zu gewissen Teilen. Vielleicht nicht die schalalala-lechteste Idee. Wisst ihr was? Wir sind mal so frei und nehmen den ein oder anderen mit. Ruckel erstmal Spiel, alles klar, es ist in Ordnung. So, ich glaube, das ist fair. Der Mighty Titan ist hier. Die können ja leider nicht aufleveln, aber ganz ehrlich, die meisten Soldaten schaffen es eh nicht bis kurz vor Ende, die Level-Ups zu bekommen. So, und ein Quoten-Ranger noch. Okay, schauen wir mal, ob das hinhaut. Jupp, bitte, danke. Sind ja zum Glück nur ein paar Harpien, die kommen. Ist ansonsten alles in Ordnung. Aber die kommen schön vereinzelt, muss ich sagen. Das ist etwas, das lässt sich durchaus akzeptieren. Ja, sehr viel Mikromanagement kann ich da leider nicht machen. Außer eventuell die Soldaten ein bisschen mehr an die wichtigen Stellen schicken, dass sie früher feuern können. Aber das war's dann eigentlich schon. Ihr könnt nicht vorbei. Das halten wir echt gut, muss ich sagen. Und die Nummer geht runter. Yay. Könnte nur ein bisschen dauern, bis es soweit passt. Aber ui, wir haben bald die ersten Veteranen. Ja, ich glaube, das passt so. Ich dachte mir zuerst, ja, über 2300 Zombies, das ist gar nicht mehr so. Moment mal, Harpien. What? Schön, schön. Jede Menge. Aber die kommen nicht weit, wenn ich das richtig sehe. Aber hey. Wenigstens gehen die schnell weg. Okay, ich wollte gerade sagen, es können gerne mehr auf einmal kommen, aber ich glaube, diese Entscheidung könnte ich bereuen. Solange die so einzeln kommen, ist ja alles gut. Und jetzt haben wir noch bessere Soldaten. Da gibt es noch mehr Knallfrische auf einmal. Gut, jetzt so viele Verteidigungsmissionen auf ein Stück zu machen, wäre auch ein bisschen viel auf einmal, ne? Weil das ist halt so eintönig. Ich würde trotzdem, glaube ich, mit der Mission anfangen. Im Notfall teile ich es auf 2 Teile auf. Dann gucken wir, das heißt, es dauert jetzt vielleicht insgesamt 5 bis 10 Minuten. Das macht das jetzt auch nicht so fett, hoffe ich mal.
Weil ich muss auch sagen, ich habe selbst auch einfach keine Lust, jetzt 4 oder 5 Mal hintereinander dieses Gurke zu machen, währenddem man sich eigentlich einen Kaffee holen kann. Ne? Ich könnte jetzt einfach gehen, könnte mir einen Kaffee holen, komme zurück und hätte die nächste Mission. Das ist. Ich habe ja schon gesagt, die haben viel Potenzial, vor allem was diese Mission angeht, verschenkt. Die hätten da wirklich ein reines Tower Defense Game draus machen können. Sie hätten vielleicht eine sekundäre Base-Building-Mechanik einbauen können. Es gäbe viele Möglichkeiten, das vielleicht auf irgendeine Weise interessanter zu gestalten, als einfach nur, ja, stell die Einheiten hin und, ja. Ich meine, es gibt hier keine Entscheidungen, die man mehr treffen kann. Selbst wenn ich mit defensiven Gebäuden arbeiten würde oder so, es ist ja trotzdem die Linie halten und sobald die Linie bricht, ist alles vorbei. Ich meine, hier muss man nicht sehr viel managen oder sonst irgendwas machen. Also das ganze Ding, egal in welche Richtung, designtechnisch bräuchte echt eine Überarbeitung. Ja, die Hälfte haben wir. Yay. Das ist erst nicht so, dann steht man einfach da und macht ewig lang nichts. Es wäre schon allein ein großer Unterschied, würde ich sagen. Wären die Anfangsressourcen knapper bemessen, die Gegner würden wie gesagt Tower-Defense-mäßig in Wellen kommen und es gäbe gewisse Punkte, wo die Zombies nicht angreifen können, wo die auf dem Weg beschossen werden können durch gewisse Verteidigungsanlagen. Also wirklich, wie gesagt, klassisch Tower-Defense-mäßig, dass du nur mit deinen Soldaten in der Mitte das niemals halten könntest und dass du auf die Unterstützung in außenrum angewiesen bist oder vielleicht deine Jagdtrupps oder sonst irgendwas. Es gibt so viel Potenzial, wie man das aufpeppen könnte, außer hier, wow. Ich meine, für mich als Display ist es wunderbar, ich kann nebenbei quatschen, wie ich will, aber die meisten Themen kommen mir in solchen Augenblicken nicht, wenn ich gezwungen bin, regelrecht drüber zu reden, weil es sonst nichts zu tun gibt. Meh. Do, 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 do. Nö, nö, lasst euch nur Zeit. Ich glaube, das haut schon hin, dass man die so danach machen geht. Das dauert gar nicht mehr so lange. Wenn es wenigstens eine Zeitbeschleunigung gäbe. Ah! Eins, zwei. Wenn es wenigstens weniger einzelne Zugänge gibt, gibt es nur 2 Zugänge, hätte ich vielleicht 2 Armeen einfach aufgeteilt und gesagt, okay, ich fange die gleich am Kartenrand ab, dann geht's schneller. Also, das scheint mir so langsam, scheint es mir mehr zu werden. Weniger zu werden, mehr zu werden. Weniger ist mehr. Oh Gott, es gibt eine andere Map mit 10.000 Zombies, ganz ehrlich. Das wollen wir uns nicht antun, oder? Also im Sinne von, ich glaube, da stelle ich wirklich meine Truppen hin, gehe AFK und keine Ahnung, die 20, 30 Minuten, manche von diesen Missionen sollen dann wirklich später eine halbe Stunde aufwärts dauern, bis die alle Zombies durchgelaufen sind, während du nichts machst. Das heißt, ich würde wirklich hergehen, das einfach AFK durchlaufen lassen, einen Schnitt setzen am Ende und sagen so, okay, Anfang der Mission, zack, Ende der Mission. Ich meine, was verpasst ihr hier? Es ist ja nicht wirklich was ihr hier verpassen würdet. Da geht wieder so. So von rein der Spielmechanik her, irgendeinen Spannungsbogen oder sowas. Ihr seht dann ewig lang ein und die gleichen Zombies in die Tier ins Verderben laufen und das war's. Also an sich könnte man echt hergehen und sagen, ich mache einfach einen Schnitt. Und dann ist gut. Wäre vielleicht die beste Entscheidung. Weil das ist noch knapp im Rahmen. Oh, da war noch eine. Das hier ist noch knapp im Rahmen, aber wenn das wirklich eine halbe Stunde dauern muss, weil. Ganz ehrlich. Wir schauen gleich nochmal. Das da. 13.200. Gut, da sind Schwabbel dabei, ein bisschen größere. Das sind alles schnelle quasi. Hier und da ein paar Schwabbel. Aber trotzdem 13.000. Das kann wirklich eine halbe Stunde dauern, bis die alle durchgelaufen sind. Also. Da habe ich ja echt Lust drauf. Gehen wir zum Krankenhaus, Gamma, komm. Das passt schon noch. Dieser alte Krankenhauskomplex wurde schon vor langer Zeit verlassen und nur noch die Infizierte treiben in den Gebäuden ihr Unwesen. Der Komplex besteht aus 4 unabhängigen Gebäuden, welche mit Straßen verbunden sind. In der Mitte befand sich früher wohl ein schöner Park mit Statuen. Wir sind uns nicht sicher, ob es als Krankenhaus oder Forschungseinrichtung gegen die Infektion genutzt wurde. In jedem Fall ist dieser Satz sehr interessant und sollte wichtige Technologien beinhalten. Ja, schon leckere Punkte. Viele, viele bunte Punkte. Ja, Kraftwerk. Will ich auch noch verbessern. Rüstung für alle Einheiten auch noch, das ist immer gut. Es gibt noch einige Technologien, die ich unbedingt haben will. Und noch viel mehr.
Die alle. Und noch viel mehr. Me. Bäm, Junge. Mein Splash-Effekt ist jetzt natürlich auch ein bisschen besser, weil ich habe schon gemerkt, dass der Splash-Effekt auch nur macht weniger Damage als der Hauptschaden, der drin ist. Also es geht vom Damage prozentual was ab. Und dadurch, dass ich jetzt hier den Schaden allgemein erhöht habe, sollte der Splash eigentlich fast alles one-shotten können. Außer vielleicht die Black-Suited, aber die kriege ich wenigstens jetzt mit dem Hauptangriff gewone-shottet. 40% mehr sollten eigentlich den Unterschied gemacht haben. Also Black-Suited meine ich die im schwarzen Anzug. So nenne ich die einfach. Ich weiß noch nicht mal, ob die so genannt werden. Ich gehe einfach sehr stark davon aus, dass sie so genannt werden. Zumindest lässt sich Black-Suited ein bisschen schneller und leichter aussprechen als schwarzer Anzug oder hier. Und schwarze Zombies will ich nicht sagen. Wir sind 2019, da ist jeder getriggert von jedem kleinsten Scheiß. Genau die meine ich. Und die sind jetzt gewone-shottet. Perfekt. Glücklicher kann man doch nicht sein. Oh, da ist eine Kiste. Yes! Granaten. Vor allem sollte man nicht vergessen, jeder ist getriggert. Stellvertretend für andere, von denen er gar nicht weiß, wie die sich dafür fühlen. Experimenteller Therapieraum. Achtung, Individuen der experimentellen Behandlung 605 steigende Aggressivität und Beweglichkeit bei einigen Patienten festgestellt. Hapchenalarm! Ich glaube, wir haben nur zwei Granaten bis jetzt. Ich glaube, hier komme ich später zurück, sobald ich auch wirklich weiß, dass ich genug Granaten in der Hinterhand habe, um mich gut zu verteidigen. Hi. Hinter den Bäumen muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Hello there. Hi. Hi. Oh, Splash, Splash. Das funktioniert. Jetzt funktioniert das Splash richtig gut. In Kombination mit dem Damage. Jetzt noch ein bisschen mehr Angriffsreichweite und vor allem Angriffsgeschwindigkeit. Und eigentlich kann man da echt glücklich werden. Minimal Leben verloren, aber passt. Noch mehr Attack Speed, dann geht das ab. Also bam, 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 bam. Das gehört mir zu dem Komplex mit den Harpien, ne? Andere Richtung. Ausgang. Ach, es gibt einen zweiten Ausgang? Interessant. Irgendwie muss ich da noch hinkommen. Hallöchen. Oh, ich wollte schon sagen, warum kann ich nicht hier ranzoomen? Ich war schon maximal. Und ja, ich versuche tatsächlich gezielt so zu treffen, dass ich maximalen Splash habe. Das ist tatsächlich Micromanagement gerade. Das ist kein Zufall, dass da so viele platzen. Ich versuche wirklich immer so gut es geht, den mittigsten anzuschießen von allen. Aktiv. Ich glaube, Reich in Sichtweite haben wir sogar schon mitgenommen, kann das sein? Ich bin gerade unsicher. Let's kill the enemies of the Empire. Oh, das bist du wahrscheinlich hier. Schon allein, dass das Warnschild hat mir Bescheid gegeben. Fuibe. Yes, this is Commander Boreal. Of course. Steady yourself, brother. Zugang zur Küche und Kantine. Tagesgericht halbrohes Fleisch für infizierte Bewohner der Stufe 4. Ein Moment, die werden gefüttert? Also ist das doch eine Forschungseinrichtung, ja? Gut, man kann sagen Krankenhaus, die versuchen die vielleicht zu heilen irgendwie. Aber ich glaube, spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte eigentlich schon durchgekommen sein, dass das nicht umkehrbar ist. Ich glaube, das könnte man schon mehr experimentierender Zeilen nennen, was sie da bestimmt gemacht haben.
Doch ein bisschen viele auf einmal. Ich möchte nicht zu viele Lebenspunkte riskieren. Bam, Junge! Ich guck mal in die Küche. Pass auf, jetzt finden wir Günther. Zombifiziert. Oh mein Gott. Oh la la la. Ich glaube, da gibt's keine Steaks mehr. Meine ganze Vorfreude kaputt gemacht hier. Ihr Schweine. Also keine Schweine-Zombies. In Minecraft hier. Was geht denn mit den Ratten? Lustigerweise sind die Infizierten anscheinend ja nur gegenüber Menschen aggressiv. Nicht gegenüber anderen Lebewesen. Was ich seltsam finde, weil Fleisch ist Fleisch, ne? Wenn bei denen einfach nur die tierischen Instinkte durchkommen, quasi hyperaggressiv zu sein und versuchen alles zu mampfen, was nicht bei drauf im Baum ist, dann sollte sich das eigentlich auch auf Tiere auswirken. Zumindest wenn man einfach nur von der gesteigerten Aggressivität ausgeht. Das ist auch der Grund, warum meine ursprüngliche Theorie ist, dass es eins von der Regierung tatsächlich gezüchteter Virus ist, der aggressiv auf Menschen quasi übergeht und sich gegen Menschen richtet, um eben die Überpopulation damit zu, also, ja, quasi wie eine Epidemie, wenn man so will. Eine kontrollierte und zielgerichtete. 10 Imperiumspunkte. Und das war alles, was hier in der Küche ist, ja? Ich sehe auch gerade nicht mehr aufblinken spontan. Was für eine erbärmliche Küche. Ich schwöre. Das gibt eine negative Bewertung. Schlief, schlief. Ja, nennt das auch den Sleeven-Plan. So. Quintus. Ah, zweiter Ausgang. Wunderbar, weiß ich Bescheid. Ah, wir haben noch ein bisschen was zu erkunden. Hello. Ist hier jemand? Oh. Ja, das ist tatsächlich random, welche Kisten gefüllt sind, welche nicht. Wieder spülwert, wie ein gutes Handtuch. Hallöchen, Dickerchen. Mal gucken, was mein Damage Upgrade macht. Oh ja, das lässt sich echt sehen. Und weg. Bisschen mehr Range noch. Ich meine, ein bisschen schneller. Also Harpien könnte ich eh nicht kiten, aber für normale Zombies zum Kiten könnte mehr Speed durchaus nützlich sein. Und zweimal Batzen noch. Bam, Junge. Nice. Boah, es wäre aber irgendwie cool, wenn die Zombies so ein eigenes Schadensmodell noch hatten, ne? Also, wenn die bei gewissen Lebenspunktstatus auch wirklich Gliedmaßen verlieren. Weil ich habe ja gesehen, wie jetzt auseinanderfällt in alle Einzelteile. Aber es wäre cool, wenn das noch so ein Schadensmodell wäre, dass die so mit der Zeit immer mehr verlieren, wenn die mehr beschädigt sind. Wäre irgendwie cool. Zombies heilen sich ja eh nicht. Dementsprechend. Ohlala, mon Dieu, was haben wir denn jetzt? So viele schwarz-black-suited Zombies. Sehe ich ja eigentlich immer nur. Wenn das der Hauptraum ist. Habe ich schon wieder so viel Glück, das auf einmal zu finden? Ja, und das ist, wie ich es dachte. Das Splash-Damage reicht nicht für diese Zombies, aber der Initialschaden ist zumindest stark genug. Aua. Ja, und mir. Komm, jetzt müsste ich durch den Splash. Ja, sehr gut. Und dich noch. Oh, heiliger Bimbam. Was geht denn hier? Ich glaube, ich habe wirklich schon den richtigen Raum erwischt, oder?
Ja, wenn ihr so schön vereinzelt ankommt, dann habe ich da keine Probleme mit, muss ich ganz ehrlich mal gut sagen. Vereinzelt, es könnte vereinzelter sein, aber es ist vereinzelt genug, wenn ihr mich fragt. Jetzt wird es ein bisschen kritischer. Okay, Großteil habe ich geflext jetzt mit dem AE, aber boah. Alter Falter, das schreit fast nach einer Granate, aber ich möchte die eigentlich alle für die Harpien aufheben. Ansonsten wäre das ein bisschen böse. For Humans, for the Empire, meine Güte, du hast viel zu viel, für das du kämpfst. Du weißt da gar nicht mehr, was dir am wichtigsten ist spontan, wenn es um eine Blitzentscheidung geht. Schau mal vor, da müsste sich ganz spontan zwischen Humans und Empire entscheiden. Gut, so eigentlich auf der Hand liegen, dass es eigentlich für die Menschheit ist, aber das ist mal wieder so eine typische Entscheidung, die ist schon wieder in der Antwort viel leichter so dahergesagt, als es vielleicht ein Praxisbeispiel sein könnte. Klassisch nach dem guten alten ethnischen Prinzip würdest du 10 Leute töten, um 100 zu retten oder sowas. Also diese gute alte Diskussion, nicht das Prinzip. Meine Güte. Ich glaube, wir haben es jetzt, ne? Das ist das, was mich bei vielen Moralaposteln immer stört. Das ist nämlich so, dass viele immer denken, sie wissen, was die ultimativ beste Lösung ist. Wobei es in der Realität so viel komplizierter sein kann, dass man eben nicht immer rein moralisch mit einer weißen Weste handeln kann. Beziehungsweise, dass man auf einer anderen Seite hin immer irgendwelche anderen Verluste hat. Ich glaube, sehr viele Leute sind so von diesen ganzen guten Paragon-Durchläufen bei Videospielen, bei denen es 100% gut und 100% böse gibt, sind ziemlich geblendet. Hier gibt es so viele Sachen. Ich glaube, das ist wirklich der finale Raum. Oh, jetzt kommt hier wieder ein bisschen was. So. Da konnte ich den Splash nicht richtig nutzen. Das gibt's doch nicht. Noch ein bisschen mehr Damage und das Splash würde die auch alle killen. Dann wäre das fast wie bei den normalen Zombies auch. So ist es noch ein bisschen eklig. Wird's hier langsam dunkel oder kommt's mir nur so vor, als wäre es jetzt düsterer hier? Wie nah willst du denn ran, Freund? Und bam und bam und bam. Eine Kugel für jeden. Für Mama, eine für Papa. Ich hoffe, wir haben es dann bald mal. Ich sag's euch, das ist totale Akkordarbeit einfach nur. Ich wollte eigentlich gar nicht zurückziehen, sonst war es dann zu spät, wieder neu anzugreifen. Biam. So, den da noch. Kommt hier noch der ein oder andere, den fangen wir mal hier unten passend an der Empfangshalle. Bitteschön. Wisst ihr übrigens, dass der Begriff Lobbyisten ursprünglich daher kommt, dass sich die ganzen Vertreter, jetzt ist tatsächlich die Kiste hier, weil sich die ganzen Vertreter von den ganzen Industriezweigen etc. pp. Ursprünglich hat sich dieser Begriff entstanden, ist tatsächlich in der Hotel-Lobby, Alter, Hotel-Lobby getroffen haben. Es ist halt wirklich so, dass es mal, ich glaube, es gab zwischenzeitlich irgendwie mal die Situation in Amerika, dass das Weiße Haus oder die ganzen Regierungsgebäude mal nicht zugänglich waren. Ich weiß nicht, ob es wegen irgendeinem Brand war oder irgendeinem Unfall. Ich habe es nur so ganz grob im Hinterkopf. Ich weiß auf jeden Fall, dass es zwischenzeitlich eine Zeit gab, in der sich hier die ganzen Industrievertreter in der Hotellobby getroffen haben, weil das gerade die Regierungsgebäude nicht zugänglich waren. Und daher ist dann der Begriff Lobbyisten entstanden, weil das die ganzen Typen sind, die in der Lobby gewartet haben und die ganzen Industrieinteressen vertreten haben. So, jetzt jede Menge Zeug zu mitnehmen. Komm, sag jetzt einfach, wir haben dann alles hier mitgenommen und dann ist alles gut.
Einfach nur alles mitnehmen. Maximale Punkte und die Harpien können hier bleiben. Das wäre wirklich nice, ne? Ja, genau. Wir warten halt wirklich. Und nur weil jemand auf mich wartet, ist es jetzt nicht gleich ein Grund, zu ihm zu kommen, ne? Also so. Ganz von der reinen. Vom reinen Sinn und Zweck. So, die haben was Tolles für mich. Das ist natürlich was anderes, ne? Gut, dann haben wir das. Wir haben 5 Granaten. Das könnte eigentlich für die Harpien reichen. Ich hätte trotzdem gerne den Erste-Hilfe-Pack in Hinterhand. Hallo, Schwabbel. Nichts gegen die Schwabbel. Nur stehst du im Weg. Ah, ich sollte mich jetzt eigentlich nicht in die Kantine ziehen lassen. Obwohl, da ist der bestimmt gut abgelenkt. 2 Schüsse bräuchte ich noch. Ich brauche nur genug Abstand für 2 Schüsse. Sollte reichen. Wunderbar. Ich glaube, unter uns ist eine Ratte. No way. Let's go. Knapp eine halbe Stunde zum Beispiel. Vielleicht kriegen wir die Mission halbwegs schnell hin. Zusammen mit dem ganzen Einsturm am Anfang noch. Ich glaube, die Mission sind wir sogar relativ fix. Vielleicht zu vielen anderen. Ich glaube. Oh, ich glaube, ich nehme sogar Feuerrate vor dem Range-Upgrade. Weil ganz ehrlich, mehr Feuerrate ist sogar so ein Segen, die Zombies noch schneller zu klären. Zack und zack und zack. Okay, damit hätten wir das. Hier gab es gar keine Zugänge, oder? Nee. Das ist mir nicht da noch was. Okay, schon mal mit da runter. Ich glaube, es gibt nur die Harpien da oben, oder? In diesem extra Distrikt, wo es heißt, oh, Vorsicht, viel schnellere und beweglichere Subjekte gesichtet. Oh mein Gott. Wie fängt an, mir den Arm abzuknabbern, während ich mit dem anderen diese Aufzeichnungen schreibe. Ah. Sogar A ausgeschrieben einfach. Was zur Hölle. So. Doch 4. Yes, 4. Yes, 4. Streit zwischen Kaelius und einem Zombie. 2 Granaten. Ja, die nehme ich doch mit. Come on. Da drüben ist das Harpienland. Yay. Das kunterbunte Harpienland. Der Harpien-Freizeitpark, ey. Unterhalten bis zum letzten Atemzug. Oh, hier schon wieder. Aber aktuell absolut managebar. Managebar umso lustiger, weil die Typen aussehen wie Manager. Hi, du da hinten. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Zimmer für leicht Infizierte. Zimmer ausschließlich für Infizierte der Stufe 2 oder niedriger. Das hört sich doch gut an. Ja, easy. Aber hier gibt es das Medipack, das ist super. Ich wollte schon gerade sagen, das wäre lustig, wenn das so eine Falle wäre. Und hier sind jetzt die übelsten Harpien und Schwabble und alles Mögliche drin. Und Spucke. Das ist genau mein Gedanke.
Tatsache. Oh, die sind wirklich leicht genug infiziert. Also bitte, hallo. Puh. Ihr Pussys. Pussy-Zombies, Pussy-Zombies. Wie ich schon stronger gesagt habe, positiv, ne? Knietiefes Wasser, in dem man stehen kann, ist positiv. Links und rechts und links und rechts. Jetzt müsste irgendwo ein HP zwischendurch rennen. Heiliger, wenn man würde, ich würde es mich verjagen. Ja, hallo, wer kommt denn da? Ich weiß nicht wieso, irgendwie fühlt sich das falsch an, diese ganzen. Na gut, okay, es sind trotzdem lebende Leichen, es sind trotzdem Tote. Aber irgendwie sind die so wehrlos. Ich mache da gerade so, ich mache gerade so einen auf Anakin in der Jüngling-Akademie, ey. Gut, okay, die sind genau das Gegenteil von Jünglingen, aber ihr wisst, was ich meine. Jüngling, also man kann sagen Kinder, im Englischen sagt man halt Younglings. Du bist ja ein Schneller. Okay. Let's kill the enemies of the Empire. For the Empire. Sounds good. Wenigstens hatten sie ihre eigenen Betten. Aber ich glaube, die Betten haben nicht gereicht. Ich glaube, die haben sich auch nicht sehr viel Sorgen drum gemacht. Haben wir es jetzt, ja? Oh, hi. Looks worth taking. I love it. Ein paar Granaten noch? Jupp. Ah, ne, das ist ein Forschungsbogen. Okay. Meistens sind ja in diesen Kissen Granaten drin. War ich total verwirrt. Hm. That's easy. Of course. Das ist tatsächlich aber ein schöner Shot vom Krankenhaus, ne? Nicht immer so viel. Wenn nicht immer so viel hier von dem Fog of War noch im Weg wäre. Zumindest sieht mir das jetzt noch am ehesten nach Krankenhaus aus, als alle anderen Gebäude, die ich bis jetzt hatte. Ich meine, das ist jetzt wirklich so ein Verwaltungsgebäude. Das war die Speisekammer. Upp, upp, upp. Stößt mich gerade ein bisschen auf vom Trinken noch. Was ist hier? Hi. Jetzt mal im Ernst. Habt ihr überhaupt eine... Da. Eine gewerbliche Zulassung? Ich wollte gerade sagen, nenne ich das am besten Aufenthaltsgenehmigung, gewerbliche Zulassung? Ich kann eigentlich sagen Aufenthaltsgenehmigung. Keine Papiere? Haben wir es jetzt? Gut, ich sollte mich nicht beschweren, das geht viel, viel schneller, als jetzt gegen die Blacks hittet. Ja, lass dich einmal hauen, weil du unbedingt nochmal verzögert schießen wolltest. Kann sein, dass das diese komische Nachladegeschwindigkeit ist, aber selbst wenn, das ist längst nicht so nützlich wie eine normale Feuerrate. Schlaf- und Kinderzimmer. Achtung, nicht durchgehen. Wichtige Laserbehandlung wird vom Pflegepersonal durchgeführt. Laserbehandlung. Jetzt kommen wir Kinder mit Laserguns. Ich sehe schon kommen, ey. Wartung. Achtung, Reinigung wird durchgeführt. Bitte warten Sie, bis das Personal die Arbeiten abgeschlossen hat. Da wollen wir mal gucken, ob die auch ordentlich gearbeitet haben. Naja, gut. Ich meine... Wo keine Spiegel sind, können keine Spiegel schmutzig sein. Ich würde mal das als Auge zudrücken, noch durchgehen lassen. Hello? Oh, das sieht mir wie eine Einzelisolationszelle aus. Ich glaube, da könnte was Böses drin sein. Guck, guck.
Holla. Es ging Zombies. Der schießt du mal auf den. So. Okay. Ich wundere, es ist kein Ruckler oder so, ich gehe auf Pause. Sobald ich die Tür aufgemacht habe. Damit ich mir instant ein Medikit reinpferfen kann und eine Granate auswählen kann, sobald deine HP steht. Da ist aber was zum Mitnehmen. Lalalala. Was ist denn aus der guten alten Waffe, Pistole in der Toilette geworden? Jetzt das, was du in der Toilette gesehen hast, oder das, was du mitgenommen hast? Ja, jetzt habe ich euch was Schönes ins Ohr gesetzt, ne? Das ist der Kinderraum. Harpje! Tell me what to do. What? Let's kill the enemies of the Empire. So lösen wir Harpien-Probleme bei uns. Heiliger Bambam, das war jetzt aber wirklich. Das hat jetzt tatsächlich grubisch gute Stimmung erzeugt, wie die da stand, ne? Handschriftliche Notiz. Du hast eine handschriftliche Notiz von einem Kind gefunden. Darauf steht: Wann kommen meine Eltern zurück? Die Krankenschwester macht komische Geräusche und ich habe Angst. Heute Nacht werde ich mit dieser Maske schlafen, welche ich gefunden habe. Damit bin ich bestimmt sicher. Harter Tobak irgendwie. Ich habe übrigens so lange gewartet, bis die HP relativ nah an mir dran war mit der Granate, weil ich jetzt Geschwindigkeit und Granatenwurfzeit noch nicht richtig einschätzen konnte. Ich konnte es noch nicht wirklich sagen, vielleicht verwerfe ich es. Also ich wollte ganz auf Nummer sicher gehen, dass die HP so ziemlich vor mir steht, wenn ich die Granate werfe. Hi. Nee, das lohnt sich nicht hier. Wir machen ja fast nur 100% Säuberung. Meine Hand. Was haben wir hier? Administration des Krankenhauses. Achtung, gehen Sie zuerst durch die Dekontamination, bevor Sie das Zimmer betreten. Dekontamination. Dekontamination. Müsste eigentlich passen. Nein, mein Gott, das wäre... Bitte gehen Sie zuerst durch die Konditorei. Ja! Auf geht's zur Konditorei. Vor die Karawane einfach nur. Ich weiß gar nicht, wie viel Damage die HP hier macht, aber ich glaube, einen Schlag dürfte ich locker aushalten, dass ich pausieren und ein Medikit pfeifen kann. Ja, experimenteller Therapieraum. Hehehehe. Ulla, leck mich doch! Okay, eines down. Nee, 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 da gehe ich keine Risiken ein. Keine Kompromisse. Konrad Adenauer Taktik, ey. Hey, zwei Schüsse. Die ist mir zu nah. Ich gehe das nicht ein. Nicht mit mir. Ich verfolge die Bum-Bum-Politik für Harpien. Aber hey, so welche, die jetzt ein bisschen außenrum. Ich könnte das fast zu meinem Vorteil nutzen. Ich wünschte, es hätte jemanden, der für mich die Tür aufmacht. Weil da können die Harpien anscheinend nicht drüber springen. Okay. Das ist tatsächlich spannend. Experimenteller Therapieraum. Achtung, wir werden der experimentellen Behandlung 605. Steigende Elektrizität und Beweglichkeit bei einigen Patienten festgestellt. Natürlich! Warum auch nicht was anderes als ein reiner Harpienraum hier? Nicht aufmachen, ich wollte es hier lesen. Behandlungszimmer 01. Achtung, bitte stören Sie die medizinischen Angestellten nicht während der Elektroschocktherapie.
Elektroschocktherapie. Tesla-Zombies? Ist ja wieder so ein lustiger Gang. It could be a trap, but let's go. Come on. For the Empire. Great. Das ist übrigens auch bei seiner Partnersuche so eine seiner Hauptmantras einfach nur. It could be a trap, but let's go. 30 Imperiumspunkte von dieser komischen, lustigen Statue. It's a trap. Of course. Okay. Elektroschocktherapie. Ja, ja, klar. Das sieht für mich mehr nach Elektrofolter aus, aber ansonsten ist alles okay. Hi. No. Let's kill the enemies of the Empire. For the humans. Ich bin voll irritiert von den ganzen Geräuschen, die ich überall höre. Also jetzt hier wird es auch tatsächlich mal. Boah, stellt euch mal echt diese Atmosphäre vor. Wirklich mit einer Third Person oder Ego-Ansicht oder sowas. Ich sag's immer wieder. Genre-Mischung ATS und hier Action hat so viel Potenzial. Man könnte auch Gruselspiel mit verbinden, wie hier bei Rebellions. Und je nachdem, welchen Charakter man nimmt. Mit Kaelius macht man eher so den Drei-Raum-Bombe-Methode, mit der anderen könnte man wirklich machen, dass das so reine Schleichpassagen werden oder so. Das wäre cool. Da wäre für jeden Spielertyp was dabei. Viele mögen ja diesen Schleichhorror. Ich bin eher jemand, der bei Fight-of-Flight-Situationen meistens Fight nimmt, deswegen komme ich mit Spielen nicht zurecht, bei denen ich nur wegrennen kann. All right. Of course. For the Empire. That's easy. Hello, la la. I still have some tricks up my sleeve. Behandlungszimmer 2. Achtung, Strahlungsbehandlung kann für Nicht-Infizierte tödlich sein. Of course. Infizierte sind also immun gegen Strahlung, verstehe ich das richtig? Für eine strahlende Zukunft. Sag mir bitte, wollte gerade sagen, sag mir bitte, dass ich jetzt nicht einfach, das wäre so gemein. Du hast die Warnung nicht gelesen, das Ding war kontaminiert, du bist jetzt einfach Insta-Dev. Einfach so das Ding angeklickt und irgendwie verseucht. Boah, ich glaube, wie ich schon gesagt habe, so Game Design, wenn das Spiel von Grund auf designt wurde, so Learning by Doing von Anfang bis Ende, aber sowas kannst du nicht machen, wenn du schon eine Stunde drin bist oder so. Da müsste es zumindest halbwegs faire Rücksetzpunkte geben. Das Spiel müsste anders designt sein, um solche Sachen so rechtfertigen, dass du jetzt einfach mal sagst, so, hey, falsch geklickt, du stirbst jetzt. Ich meine, okay, mit so lang eine Stunde drin, ich meine, Roguelike-Spiele funktionieren ja so. Dass du mehrere Stunden schon drin bist und dann trotzdem nochmal neu anfangen musst, aber Roguelike-Spiele haben immer den Faktor, und das vergessen viele. Immer wenn ich ja bin jetzt mal kritisiere von wegen, boah, jetzt muss ich ein oder zwei Stunden komplett nachspielen in der Kampagne. Und alle sagen, hey, was hast du für Probleme, das ist doch bei Roguelike-Spielen nicht anders. Der große, und deswegen funktioniert auch der Survival-Modus von Rebellions so gut, weil das eben genau wie Roguelike den Faktor Zufall drin hat. Komplett zufallsgeneriert, komplett zufallserstellt. Das heißt, wenn du nochmal neu startest, hast du was ganz anderes als beim ersten Mal. Wenn du aber bei der Kampagne scheiterst, machst du exakt genau 1:1 nochmal genau das gleiche wie zuvor. Genau diese Stunde repetitiv. Und das ist es, weshalb ich so sage, für Trial and Error dieser Art, ohne Speichern, Roguelike-mäßig, darauf ist das Spiel, hier ist die Kampagne nicht ausgelegt. Survival ja.
Auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, warum ich Survival gern gespielt habe, auch wenn ich 30 Marks mal bekommen habe. Bei der Kampagne ist es schlichtweg frustrierend, wenn Stunden verloren gehen und du die genau 1:1 nochmal so nachspielen musst. Lagerhaus. Achtung, Lagern von radioaktiven Materialien und Verunreinigungen verboten. Ich traue dem Braten nicht. Aber anscheinend ist das ein leckerer Braten. Ich habe jetzt vergessen, wo es überall geleuchtet hat. Das war's? Wer hat nicht geleuchtet? Ich glaube, das war's wirklich. Boah. Boah. Steht da so ein Eber, ne? Boah. Ja, genau. Der. Wäre ich eigentlich von der anderen Seite. Ich hätte auch von der anderen Seite kommen können. Ich glaube, hier hätte ich es leichter gehabt gegen die Harpien, ne? Anstatt von hier, wäre ich da von da oben reingekommen auf zu den Harpien, hätte ich die ziemlich gut zerschießen können, ohne Granateneinsatz. Aber passt schon. Fangzimmer 3. Achtung, Ultraschallbehandlung hat lediglich die Hörempfindlichkeit der Infizierten verstärkt. Quarantäne dieses Abschnitts bleibt bis auf Weiteres bestehen. Alles, was sie versuchen, um die Infizierten zu behandeln, stärkt sie anscheinend, ja? Holla. Okay, und Hörempfindlichkeit erhöht heißt, ich schieße einmal und alle Zombies kommen, ja? Nö. Ich traue meinem Rücken nicht. Ich weiß nicht, was da rechts ist. Quietsch, 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 quietsch. Eine Nachricht der Ratte. Let's go. For the Empire. They're already dead. Those heads are calling for a bullet. That's easy. Let me blow up some heads. No fear. Zack und zack und zack. So, Ultraschall, ja? Komm, wir haben jetzt genug Medipacks, ich mache mich einmal voll. Nur für den Fall. Ich möchte jetzt nicht einfach von der Harpie plötzlich angesprungen werden von der Seite und die radert mich doch schnell genug runter, weil mir ein paar Lebenspunkte fehlen. Oh, ich habe alle Forschungspunkte. Ja, das nenne ich Fortschritt. Es fehlen nur noch 20 Entbehrungspunkte, dann haben wir es. Yes! Yes! Das Einzige, was ich bis jetzt noch aus... Ich habe noch nie Forschungspunkte liegen lassen, ne? Das Einzige, was ich mir ausgelassen habe, waren ein paar Empörungspunkte bei der einen Mission, wo ich dann einfach nicht mehr weiter gewusst habe. Mittlerweile weiß ich ja, wo sie gewesen wären, seinen Toten. Ich habe noch so viele Granaten. Was sagen denn die Leute? Ich gehe zu verschwenderisch mit den Granaten um. Ich habe jetzt schon fast für... außer eine Harpie. Habe ich für alle Harpien eine Granate verbraucht. Ich habe noch so viele über. Nee, oder? Nee, oder? Von der Speisekammer... Ich habe die jetzt schon nicht gesehen. Zugang zur Küche und Kantine. Achtung, Tagesgericht. Halbrohes Fleisch für infizierte Bewohner. Stufe 4. Nom, 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 nom. Da ist nichts. Macht's nicht spannend, als es ist. Entsorgungsraum für organische Abfälle. Achtung, nicht die Verwertungsmaschinen berühren. Stufe 5. Infizierte müssen vom Sicherheitswesen ordnungsgemäß angekettet werden. Ja, dann überprüfen wir, ob die auch ordnungsgemäß angekettet wurden. Und. Dickerchen! Komm, wir haben genug Granaten übrig. Jetzt mal bumm! Das sind noch zwei Schüsse und dann ist das Dickerchen weg. Du siehst mir aber nicht wirklich angekettet aus. Ich weiß bloß nicht, wo ich mich beschweren soll in diesem Fall. Ah, das könnte sein. Ja, ja, da hinten sind die letzten klar. Pass auf, das sind nur 10. Dann gucke ich aber doof. Zwei Granaten. Jawohl! Vollständig! Ab nach Hause. Boah, wisst ihr was? Nee, komm, das passt super zum Krankenhaus. Okay, eigentlich mehr Versuchslabor, aber komm. Ich brauche noch ein passendes Thumbnail für hier. Und die Szene mit den Harpien, die ging leider zu schnell. Also für ein Krankenhaus hat das auf jeden Fall was. Oh ja.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Spiel. Speichern mal schnell. Ja. Lässt sich so erzählen. Wir gehen den Ausgang wieder raus. Wir haben alles, was wir brauchen. Und sehr viel mehr zu erkunden gibt es eh nicht. Wir haben alles. Und das ist jetzt noch in knapp unter einer Stunde, ne? Ja, das waren es bitte so um die 50 Minuten. Mitsamt der Einführung. Das sind mal so Ausnahmen, solche langen Missionen. Da, wie gesagt, die Erkundungsmission würde ich gerne in einer Folge machen und sie nicht aufteilen in zwei. Und dann haben wir eine Menge mitgenommen. Mal gucken, was für eine Mission wir danach angehen. Boah. Die eine Mission, wo wir über 10.000 Zombies töten wollen, ich weiß nicht, ob ich diese unbedingt... Okay. Jawohl, Scar, haben wir geschafft. Dann lesen wir... Ne, den Zeitungsartikel lese ich Anfang der nächsten Folge. Komm, haben wir den Spannungsbogen. Aber... Punkt verteilen. Na komm, Punkt verteilen, Zeitungsartikel lesen, alles andere machen wir beim nächsten Mal. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.